Mein Gast heute ist ein Überraschungsgast. Ein toller Gast, einer unserer Lieblingsgäste, aber ist Überraschungsgast. Ich mache mir mal den Mundschutz rum, um mich zu präparieren. Denn in diesen Tagen, meine Damen und Herren, es ist ja nicht nur der drohende Krieg, es ist ja auch dieses böse Virus. Haben Sie mitgekriegt? Dieses, was ist das, ein Lungenentzündungsvirus? Spezielle Lungenentzündung. Seien Sie bitte vorsichtig. 9 Tote schon weltweit. Muss man wirklich sagen, sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. 9 Tote schon weltweit durch dieses Gefährt. Langsam macht das Leben wirklich keinen Spaß mehr. Oder? Wohin man schaut, nur noch erst diese Viren im Karneval. Ja? Was denn für Viren im Karneval? Ja, die ganzen Viren, die man sich im Karneval holt. Du hast dir Viren im Karneval. Nein, ich habe mir keins geholt, ich bin nicht in Karneval gegangen, ich bin jetzt zu Hause geblieben, in meinem Bunker. Jetzt verstehe ich, ja. Aber die Viren, die man sich potenziell hätte holen können. Okay. Aber mit so einem Mundschutz, das geht. Und ich finde, es wirkt auch medizinisch gleich so glaubwürdig. Ja, klar. Oder? Es kommen jetzt überhaupt lauter so negative Bücher raus. Ist das okay, Sven? Dann komm. Dankeschön. Das geht durch. Geht das durch? Das ist bestimmt permeabel. Es geht nicht durch. Ja. Und das, wo Trinkwasser eh knapp ist. Ja, oh ja, oh ja. Danke, Sven. Ja, hättest du mal testen können vorher. Ja? Ist wieder alles versaut hier. Schaut ihr das an. So sehen viele ARD-Moderationen 2 Minuten nach Beginn einer Live-Sendung aus. Weil sie vergessen haben, ob sie in Oldenburg oder Ludwigsburg sind. Ja? Und weil sie schwitzen. Ich mach das mal rasch sauber. Ja. Nur noch negative Meldungen. Wohin man schaut? Heute Morgen schaue ich in meinen geliebten Kölner Stadtanzeiger. Was steht da? Ja. Zum einen habe ich geguckt, wann deine Pippi-Langstrumpf-Show stattfindet. Eine interne Veranstaltung hier in Köln. Ja, was heißt intern? Kann man Karten für bestellen? Ja, hier in Köln. Karten an der Rheinischen Musikhochschule. Ich komme. Ja, sehr gut. Und jetzt ist ein Buch schon wieder rausgekommen von zwei Journalisten, die gesagt haben, also bisher hieß es ja Chancen bei Krebs durch Früherkennung. Ja, jetzt haben zwei Mediziner ein Buch geschrieben, das ist Chancen bei Krebs durch Späterkennung. Wie das? Ja, weil du sagst, okay, unter Umständen, wenn es gar nicht erkannt wird oder spät erkannt wird, geht es dir im Endeffekt besser, als wenn es erkannt wird. Was soll man eigentlich noch machen? Der Kanzler wirkt auch zu depressiv. Hast du gesehen heute um 12 Uhr Mittag? Ja. Fandst du nicht, dass er sehr depressiv gewirkt hat? Er hat es kurz gehalten. Ja, hat sich. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Der wird doch nicht ausreisen. Nein, er bleibt schon, ach, oder? Bitte. Das kann ja sein. Dass irgendwie wenn es eng wird, plötzlich siehst du einen Schlitten und der Kanzler verlässt Deutschland. Haben schon größere gemacht. Ein Schlitten? Was? Ein Schlitten im Sinne von, okay. Im Schlitten, nicht im Sinne von Ehefrau, sondern im Sinn von einem Fortbewegungsgerät. Wer hat im Schlitten sich verabschiedet? Wilhelm II? Napoleon. Ah. An der Beresina. An seinen Truppen vorbei, zurück. Und das ist das Schiffwort, meine Damen und Herren. Denn Ziel wird der kleine Corse, ich glaube, es muss erlaubt sein, der kleine Corse zu sagen. Klar. Ja, der kleine Corse in diesen Tagen zitiert, denn ich bin auf ein Wort gestoßen an diesem Wochenende zweimal, das heißt Friktion. Mhm. Friktion. Ich habe es in der Sonntags-FAZ gelesen, vom Herausgeber der Märkischen Zeitung. Und gestern sagt es unser Bundesaußenminister Joschka Fischer in einem Interview mit DJ Frankie in der FAZ. Ja, er sagt auch, aber wie immer, wenn Geschichte sich bewegt, wenn die Interessen von Millionen, ja Milliarden Menschen sich neu ausrichten, geht das nicht ohne Friktionen ab. Ja. Wussten Sie, was Friktionen sind? Herr Andrak hat es nachgeguckt, es sind Reibungen. Reibungen. Ja. Reibungen. Es sind Reibungen. Und die berühmtesten Friktionen, das hat der Herausgeber der Märkischen Allgemeinen Zeitung gesagt, bei Clausewitz. Wer war jetzt schon mal dieser Clausewitz? War er Mittelfeld bei Cottbus? Oder wer? Who the fuck is this Clausewitz? Ja? Überall wird er zitiert. Er scheint einer der ganz Großen gewesen zu sein. Aber ja. Gott sei Dank haben wir Internet. Und wir gehen mal rein bei www.clausewitz.com. Ja. Ja. Und hören Sie mal, das ist eine Homepage. Yes!
Können wir nochmal machen? Klar. Ja. Clausewitz hat schon als einer ersten eine Homepage hier eingerichtet. Ja. Er hat die Domain gesichert. Ja. Und sein berühmtes Buch hieß Vom Kriege. Genau. Und da steht im Grunde alles drin. Ja, das geht immer weiter. Es ist ja, Tag und Nacht geht das so. Und jeder, der heutzutage, sagen wir mal, einen Krieg führt, sei es gegen ein Nachbarland oder sei es auch nur gegen die eigene Verwandtschaft, kommt ohne Clausewitz nicht mehr aus. Und dieses Vom Kriege ist in mehrere Bücher unterteilt. Und das siebte Buch heißt Friktionen. Ja. Kannst du da mal drauf gehen? Aber das ist jetzt auf einer anderen Seite, jetzt überraschst du mich, aber. Bitte? Das ist ja nicht auf der englischen Seite, was du meinst, ne? Ach nee, das ist nicht auf der englischen Seite. Das ist auf, auf dieser. Weiß. Ja, wo das ganze Buch drin steht. Ja, wo das ganze Buch drin steht. Ist das eine Überraschung für dich? Was? Ja, man muss in diesen Tagen auf Überraschungen. Das sind Friktionen. Das wird Clausewitz genau beschreiben. Clausewitz schreibt von einer Chaussee, ja. Friktionen im Krieg sind zum Beispiel, ab dem ersten Tag eines Krieges ist alle Planung mehr oder weniger relativ zweifelhaft, weil eine Friktion ist, angenommen, Sie fahren mit einer Postkutsche, gut, das kommt jetzt heute relativ selten vor, aber er schreibt es, ja, und sagen, ich habe noch zwei Stationen bis zum Nachtquartier, aber an der nächsten Pferdestation bekommen Sie schlechte Pferde. Bums, konnte schon keiner wissen, schon sieht die Sache anders aus. Ja. So, hier ist es, siebtes Kapitel, du musst auf erstes Buch gehen. Ja. Erstes Buch Clausewitz. Friktionen im Kriege. Ja. Und dann kommt Friktionen. Und da steht alles drin, worauf man achten muss. Mit anderen Worten, du kannst planen, was du willst. Es kommt dann doch wieder anders. Es kommt Nebel, du siehst die Geschütze nicht. Und das Individuum, das ist das Schlimme. Ja, hier steht es. Solange man selbst den Krieg nicht kennt, begreift man nicht, wo die Schwierigkeit der Sache liegen, von denen immer die Rede ist. Das geht mir so. Ja. Wo ist das Problem? Ja. Einmal draufhauen und Feierabend. Als Laie. Ja. Als Kriegsdienstverweigerer weiß ich nicht mal, wie ein Gewehr aussieht. Ja, eben. So. Aber was eigentlich das Genie und die außerordentlichen Geisteskräfte zu tun haben, die vom Feldherrn gefordert werden? Hm. Genie und außerordentliche Geisteskräfte vom Feldherrn. Wer ist der Feldherr? Da unten jetzt. Ja, Busch. Ja, ist der Oberbefehlshaber. Ja, also. Der Feldherr? Ist er der Feldherr? Ja, der Oberbefehlshaber. Also ein vernünftiger schon. Feldherr reitet ja voran. Also er sitzt ja in Washington und macht gar nichts. Gar nichts kannst du nicht sagen. Er hat die ganze Sache unter Kontrolle. Alles erscheint so einfach, alle erforderlichen Kenntnisse erscheinen so flach, alle Kombinationen so unbedeutend, dass in Vergleichung damit uns die einfachsten Aufgaben der höheren Mathematik mit einer gewissen wissenschaftlichen Würde imponiert. Das ist ein Text, oder? Wenn man aber den Krieg gesehen hat, wird alles begreiflich. Und doch ist es äußerst schwer, dasjenige zu beschreiben, was diese Veränderung hervorbringt, diesen unsichtbaren und überall wirksamen Faktor zu nennen. Es ist alles im Kriege sehr einfach, aber das Einfachste ist schwierig. Weiß das Struck? Struck muss doch das aus dem FF können. Ja, das wenn kann du ihn er nachdenkst, auch. Sagst, Peter, Buch vom Krieg, Kapitel 7. Es ist alles sehr einfach, aber das Einfachste ist sehr schwierig. Ja. Oder? Das weiß er aber. Aber er hat ja auch nichts mit dem Krieg zu tun. Nein. Nein. Überhaupt nicht. Er beteiligt sich ja nicht. Nein. Das heißt, ja, er hat ja die Überflugerlaubnis. Vielleicht, wenn es gebraucht wird. Unter Umständen. Ja. Mein Lieblingspolitiker in diesen Tagen ist José María Aznar. Muss ich sagen. Ich habe erst gefragt, Moment, wieso ist er mit dabei? Ich sage, okay, gut, einer muss die Getränke bringen. Ja? Aber wirklich. Also, ich sehe, auf den Azoren. Auf den Azoren, um mal ein Klischee zu vermeiden, in unserer Wetterküche. Da steht Bush, klar, oberster Feldherr, Tony Blair, British Empire, irgendwo auch, im Zusammenhang mit Bush nachvollziehbar. Aber José María Aznar? Und ich sage, für mich als Filmfan hat er die Rolle, die in den amerikanischen Western der kleine Mexikaner hat. Ja. Weißt du? Spricht auch die gleiche Sprache. Ja. Der irgendwie vor die Füße geschossen kriegt und tanzen muss im Saloon, ja. Ja, bevor er mit der Familie in einer Kutsche ohne Klamotten aus dem Dorf gejagt wird. Ja. Hey, Pedro! Ah, der Senor, Senor, hier ist meine Töchter, wenn ich mal vorstelle, dann.
Hab ich dir gesagt, du sollst den Tequila bringen? Ah, Senor, bitte. Puh, Und dann siehst du ihn. Das war meine Assoziation. Ja, die ist richtig. Ja. Als ich ihn da auf den Azoren habe stehen sehen. Aber die Azoren gehören ja gar nicht zu Spanien, wie ich dachte. Die gehören zu Portugal. Deswegen stand ja auch der Portugies dabei. Ich dachte erst, das wäre die bulgarische Flagge. Sag nicht der Flagge. Portugiese, das klingt so abfällig. Sagt unser portugiesischer Freund aus der EU. Nicht der Portugiese. Der Veranstalter der EM 2004. Der Veranstalter. Ja. Herzlich willkommen auf die Azoren. Sagen Sie bitte Bescheid, falls ich ein Handtuch brauche. Ja? Mein Name ist Raoul. Ja! So. Meine Damen und Herren, besinnen wir uns doch auf unsere schönen alten Werte, die wir gerade in der deutschen Fernsehunterhaltung haben. Wir spielen heute eine Runde Dalli Dalli. Ich meine, Dalli Dalli kennt jeder. Man kann im Grunde sagen, unsere Generation ist mit Dalli Dalli aufgewachsen. Ja. Donnerstags abends im ZDF mit dem unvergessenen Hans Rosenthal. Hans Rosenthal wird immer im Zusammenhang mit unvergessen. Ja, erwähnt. Ist er ja auch. Ja, absolut. Mit dem unvergessenen Hans Rosenthal. Und es waren immer zwei prominente Paare. Ein Paar können wir heute bei uns aus dem Publikum nehmen. Eine Dame, ein Herr, die gegen ein prominentes Paar bei uns spielen. Eine Runde Dalli Dalli. Wer möchte mitspielen? Die Dame in dem roten T-Shirt, ja? Und haben Sie einen männlichen Begleiter oder haben Sie eine Freundin mit? Der Herr im gestreiften Hemd? Ja. Kommen Sie bitte nach vorne! Fantastisch! Herzlich willkommen, wie heißen Sie? Kerstin. Kerstin, und Sie sind? Dietmar. Wo kommen Sie her? Aus der Eifel, aber Wahlkölner. Wahlkölner. Und Sie? Das Gleiche. Auch. Sie sind ein Paar? Nein. Nein, aber Sie sind befreundet? Ja. Ja. Was machen Sie beruflich? Ich studiere Englisch und Französisch. Oh, wollen Sie Lehrerin werden? Nein, auf Übersetzen. Aha. Und Sie? Arbeite in Bonn bei einer Umweltorganisation. Was ist das für eine? Eurosolar. Ach so, das ist nicht so die, so was wie Attac oder so, wo Sie gleich ein Studio besetzen und... nein. Eurosolar, das ist Sonnenenergie. Ganz genau. Das kann ja sehr wichtig werden schon in kurzer Zeit, wenn das Öl knapp werden sollte, oder? Ja. Gut, Sie kennen das, dann würde ich sagen, Sie gehen nach hinten, bekommen Kopfhörer und ist das richtig? Das ja? Ist richtig, und wir ja. sehen Sie gleich wieder zur ersten Runde von Dalli Dalli. Ja? Wie war nochmal Ihr Name bitte? Dietmar. Dietmar, Kerstin und Dietmar. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Guten Abend. Das ist ein Gefühl, das muss man sagen. Ja, so ein Auftritt, ne? Hier durch, hinter diesen berühmten Waben durchzugehen, sofort ist das Original Dalli Dalli Gefühl da. Ja, ja. Ja? Und wir beginnen natürlich, wie das so üblich war, mit der Vorstellung unseres Rateteams. Und das sind ja auch Legenden, muss man sagen. Nämlich Madi Riel, ja. beziehungsweise Brigitte Xander. Xander. Genau, mit ja? X. Mit einem X aus Österreich. Guten Abend, liebe Brigitte. Guten Abend. Ja, mit diesem typisch österreichischen Akzent. Dann der Dicke in der Mitte. Ja. Fritz Ecki Eckhardt. Ja. Und ganz wichtig, nie ohne das Tribut reizend, meine reizende Assistentin Monika Sundermann. Und da
das war natürlich auch legendär in allen Folgen mit dabei, unser großartiges Orchester Heinrich Heini Riedmüller. Ja. So, ich würde sagen, aus der Prominenz das erste Paar, das ist Helmut alias Heini und Susanna. Ja. Ja. Wie heißt denn das Paar? Das war ja immer das Sensationelle. Es war ja zum Beispiel, wenn Sportler gegen Schauspieler waren, dann war es zum Beispiel Theater gegen Trampolin. Genau. Ja? Oder es war, wenn es Forscher waren gegen Rennfahrer, dann war es irgendwie Formel 1 gegen Füchse. Oh, ja. Weil es musste immer mit demselben Buchstaben beginnen. Ja, was machen wir denn jetzt heute mit den beiden? Wir müssen eigentlich von den Zuschauern ausgehen. Das war ja, wir müssen ausgehen von den Zuschauern. Die Zuschauer sind Studenten, Akademiker, das würde ich vielleicht sagen, Universität. Famulus. Ja, so. Fast schon zu, wie soll ich sagen, zu abgehoben. Ach so. Ja. Universität. Universität. Studenten. Studiosus. Studis. Studis. Uni. Uni. Ja. Uni. Ja, haben wir den Stift hier? Nee, ich hab den hier. Ja, den Stift hast du hier. Uni, und dann müssen wir einen Begriff für Susanna und für Helmut finden, der auch mit U anfängt. Das ist oh. Uni gegen Obi. Oh. Ah, ich weiß es schon. Unilateristen. Nee. Unilateral. Ich weiß. Das klebt hier nicht. Muss ich ja was wegziehen? Das muss der Hans Rosenthal nie selber machen. Der unvergessene Hans Rosenthal. Wieso geht das nicht? Muss ich es wegziehen? Oh, ja, komm. Komm, ich mach das schnell. Denk dir mal einen Namen für die beiden anderen. Ja, ich weiß es. Sensationell. Uni gegen Uniform. Wieso Uniform? Weiß ich nicht. Ich schreib's dir schon jetzt. Was denn? Du schreibst es jetzt auf die Original. Ich weiß es. Na, wieso? Die haben ja keine Uniform an. Nein. Uni gegen Unterhaltung. Ey! Ja. So, Uni gegen Unterhaltung. Wir fangen an mit dem ersten Spiel. Ihr kennt das ja. Was fällt euch ein zum Thema? Wer fängt denn an? Helmut. Okay. Nein, Ladies First wäre bei unvergessenen Hans Rosenthal immer Ladies First. Die charmante Susanna, im Gegensatz zur reizenden Assistentin Monika Sundermann. Ja. Und war da nicht auch später noch Christian Neureuther dabei? Ja, der war ja dann für den Dicken in der Mitte da. Für Fritz Ecki Eckhart. Ja, ja. Ja. Die charmante Susanna fängt an. Was fällt euch ein zum Thema, was kann man, ich habe früher auch als Kind noch immer gehört von Hans Rosenthal, allein gegen alle. Oder? Die große Hörfunksendung. Ja, wo es erst gegen eine Kleinstadt, dann gegen Mittelstadt und dann gegen die Großstadt. Und wenn ein Mann gegen die Großstadt am Schluss gewonnen hat, war er Mannequin Quiz. Wow. Ja. Und wenn eine Frau gewonnen hat, war sie Mannequin Quiz. Hat man zu Hause mitgefiebert. Damals, in der guten alten Zeit. Ja. Ja, als es noch den eisernen Vorhang gab. Als der Russe noch böse war. Aber Frieden. Was los hier? Nein, das hätte Hans Rosenthal nie gemacht. Was? Der hat Löcher in den Stiefel. Ja, und vor allem, was ist das überhaupt für eine Hose? Das ist so eine Military-Hose, die aber... ist das schon, für... Ja, ich dachte mir, man muss auf alles gefasst sein. Ja, und, aber was ist denn das hier? Ich weiß nicht. Applikation nennt man das. Ich kann sein, ja. Gut, das hätte Hans Rosenthal, der unvergessene Hans Rosenthal, nie gefragt. Ja? Nimm bitte Platz, weil Sex hätte gestört bei Dalli Dalli. Ja, absolut. Oder auch nur Erotik. So, wir fangen an. Was fällt euch an zum Thema, was man an den Füßen tragen kann? Dalli Dalli. Fußschmuck. Schuhe. Strümpfe. Strumpfhosen. Feinstrümpfe. Ja, ihr seid genauso blöd wie die Schlechten bei deinem Stopp! Das geht doch ganz anders, das Spiel! Was ist das überhaupt für eine Frage? Das waren die blöden Tourneetheater-Schauspieler, was? Das waren diese blöden Tourneetheater-Schauspieler, die gesagt haben, Christbaum! Statt, was fällt dir ein zum Thema Weihnachten? Dann ging es Pfanne, Hut, Deckel, Schuhe, Strümpfe, Socken, Schnürsenkel, Fußboden, Decke, Dach, Haus, Auto. Man konnte sagen, was man wollte, hat alles gelten lassen. Es ging darum, für die armen Bergbauernkinder möglichst viele Punkte zu sammeln. Ja, doch nicht zu überlegen. Versteht ihr? Ihr fangt nochmal an. Neues Thema. Da müssen wir die Uhr zurückstellen, ja? Ja, Uhr zurück. Mach ein anderes Thema. Das hätte es natürlich bei Hans Rosenthal, dem unvergessenen Hans Rosenthal, nie gegeben. Ja? So, wir fangen an. Der Fernseher ist kaputt.
Da hätte man schon sagen müssen, nun, das wollen wir hoffen, dass das heute Abend nicht gerade passiert. Was kann man, und da wäre schon ein bisschen so ein frecher Schalt gekommen, was kann man an diesen Abenden tun? Dalli, Dalli! Schmusen. Ficken. Stopp! Bist du wahnsinnig? Ficken bei Dalli Dalli. Das hätte es nie gegeben bei Dalli Dalli. Bei Dalli Dalli wurde nie gefickt. Das heißt, bei Dalli Dalli schon, aber nicht in der Sendung. Ja? Und das wäre das ZDF, das wäre damals noch, da war noch der Intendant Professor Holzhammer. Der unvergessene Professor Holzhammer. Ja? Nie. Anderes Thema. Uhr zurück. Ist Uhr zurück? Ich glaube ja. Ja, so. Ah, das ist ja die Uhr. So. Was gehört zur täglichen Körperreinigung? Dalli, Dalli. Haare waschen. Zähne putzen. Hals waschen. Haare bürsten. Achseln waschen. Füße waschen. Titten waschen. Soweit hatten wir schon. Unterhose wechseln. Ja. Halt! Das war ja schon einiges. Ja. Wir können alles gelten lassen. Ja. Aber. Aber. Es wäre da möglich, dass Brigitte aus Österreich sagt: Aber die Titten sind doppelt, wir müssen eine Titte abziehen. Oder? Ja. So, dann holen wir jetzt das andere. Ganz genau. Und jetzt, meine Damen und Herren, kommt das Paar Uni herein, geführt von meiner reizenden Assistentin Monika Sundermann. So, nehmen Sie bitte Platz. Sie kriegen jetzt natürlich ein anderes Thema. Ah, das ist toll. Nein, das müsste natürlich eigentlich immer das gleiche Thema sein. Ja, die müssen eigentlich immer das gleiche Thema sein. Ja. Also? Aber da ihr ja wahrscheinlich nicht so unanständig seid wie diese beiden hier. Wir fangen an. Was gehört, ihr kennt es, wie das geht, ja? Nein. Habt ihr nie Dalli Dalli gesehen? Da war ich, glaube ich, noch im Kindergarten, als das noch lief. Und Sie? Doch, teilweise schon, ja. Okay, wir spielen es einfach mal, das vermitteln Sie. Wie soll man eigentlich einen Krieg gewinnen, wenn die Jungen nicht mal mehr Dalli Dalli? Was ist los? Punkte wir haben. Ja, das hätte es auch bei Dalli Dalli nicht gegeben. Da saßen die Kandidaten in ihren Sitz und haben gewartet, bis der Unvergessene Hans Rosenthal gesagt hat, steh mal auf. 10 Punkte, das heißt, das wären schon 10 Euro für eine 10 D-Mark für eine Bergbauernfamilie, ja, meistens genau. In Osttirol, bei dem es dem Vater bei einem schweren Traktorunfall einen der Köpfe abgerissen hat. So war das immer am Schluss. Habt ihr euch überlegt, ja, wir haben uns gedacht und so weiter, da war eine Firma ein schreckliches Schicksal, es waren 17 Kinder. Und okay. Also, abwechselnd die Begriffe nennen, ja? Was gehört zur täglichen Körperreinigung? Dalli, Dalli. Zähne putzen. Seife. Rasieren. Waschen. Kämmen. Haare waschen. Ohrringe anziehen. Duschen. Habt ihr toll gemacht! Wie Dalli Dalli gesehen? Zu 10. Wir können nur 7 geben, weil waschen wir einmal doppelt. Ja, Ecki, aber doppelt waschen hält besser. aber. Es waren andere Körperteile. Aber wir können mal einen Spitzepunkt geben. Ja. Oder? Aber da muss das Publikum jetzt richtig aufhören. Ach, das wollte dann? Sie waren der Mann. Ja, aber erst Applaus, Alter. Jetzt kommt diese legendäre Sache. Sie sind der Meinung, das war
Das ist ein echter Hammer, diese Sendung zu moderieren. Ja, ne? Oder? Was hätte ich für einen Erfolg in meinem Job Erfolg haben können, wenn ich Dalli Dalli hätte moderieren können? Aber es ist natürlich damals, als es der unvergessene Hans Rosenthal selber gemacht hat, war das natürlich eine andere Zeit. Ja. Ja. Um mal diese Floskel zu vermeiden. So, jetzt kommt er zur nächsten Runde. Es steht 10 zu 8. Oscar kommt jetzt. Ja. Oh, das ist der absolute Hammer. Und das kommt eine echte Überraschung, meine Damen und Herren. Hier ist wirklich im Grunde der zweitwichtigste Mitarbeiter bei Dalli Dalli, Schnellzeichner Oscar! Sie sind der Meinung, das ist... Oh. Nochmal. Nochmal. Sie sind der Meinung, das ist... Toll. Also, ich meine, hier brauchen wir noch Dalli Dalli nicht erwähnen. Nein, ich weiß genau, wie es geht. Das war deine Kindheit? Absolut. Ja. Ich habe alle gesehen, nur ich kann nicht zeichnen. Tschüss. Ja. aber bisher haben wir im Wesentlichen alles richtig gemacht. Ihr habt alles ganz toll gemacht. Ja. Du siehst glänzend aus. Ich freue mich. Du bist fit, du bist schlank, ja. Du bist braun. Zauberhaft. Wo warst du? In Indien. Nein. Richtig. Wirklich? Ja. Beruflich oder privat? Beruflich. Was hast du da gemacht? Sag ich nicht. Ich habe gedreht. Doch, ich habe gedreht. Ich habe eine schöne kleine Reisedokumentation gedreht in Indien. Und das war großartig. Wo in Indien? Überall. In Bombay, in Khajuraho, in Agra, in Khajuraho habe ich schon gesagt, in Jaipur noch. Ja. Das war großartig. Zwei Wochen war ich weg, ich bin völlig fertig. Alle Städte, die mir gar nichts sagen, das sieht man, ich weiß gar nichts über Indien. Absolut, ich wusste auch nichts darüber, nur dass das Essen ein bisschen anstrengend ist, möchte ich mal sagen. Wirklich? Ja. Auf der Rückflug, ne? Ich habe alle Toiletten. So, naja. Das war wirklich schlimm. Ich habe am Schluss was Scharfes gegessen und mir wurde richtig schlecht. Ja. Und ist es so scharf, wie man immer hört? Ja. 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 Zweimal. Absolut. Ein Wenke rein und drauf. Piroschka. Piroschka? Kennst du auch den Film? Ich denke oft an Piroschka. Nein. Die gehört. Nein. Mit deutscher Herr Student. Nein, das habe ich wirklich nie gesehen. Dazu bin ich wirklich noch viel zu jung. Können wir morgen machen. Ja. Ich denke auch an Piroschka. Das habe ich gesehen, wie Karl-Heinz Böhm sich bedankt hat übrigens in dieser großen Gala für Karl-Heinz Böhm, als es eine Standing Ovation gab am Samstag für ihn, als er gesagt hat, er ist auch für Frieden. Ja. Als er sich bedankt hat, hat er gesagt, er möchte mal Schluss mit diesem ganzen Quatsch. Er hat Sissi diesen Film unglaublich viel zu verdanken. Ja. Ja? Weil diese Filme heute noch in Hollywood zu den 500 wichtigsten Fernsehfilmen mit Regisseur Franz Marischka gehören. Ja. Und das finde ich auch toll, dass er dazu steht. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Absolut. So, jetzt kommt Oscar, unser Schnellzeichner. Sie haben es erkannt, es ist Bastian Pastewka. Er spielt heute Abend Oscar. Ja? Nicht, dass Sie zu Hause anrufen und sagen, Oscar ist ja ganz anders. Nein, er spielt ihn. Und das geht so, ist das richtig, das Publikum ruft eine Zahl zu? Ich glaube, das soll so sein, ja. Ja. Sie rufen Oscar eine Zahl zu, meine Damen und Herren, und er muss daraus etwas zeichnen. Ja. Super. Welche? 74. Muss es gut wäre, wenn es eine Zahl wäre, also nicht 7. 7? Ja. Soll ich 7 versuchen? Ja. Okay, ich mach 7. Achtung, Dalli. Man sagte mir, ich soll von der Seite zeichnen. Ja, vor allem wäre es gut, wenn wir denjenigen sehen würden, der die Zahl gewann. Natürlich. Der kriegt einen Preis gleich. Der kriegt einen Preis? Ja, der kriegt einen Preis. Das war bei Dalli Dalli auch so? Ja, klar. Ja, klar. Wirklich? Ja, ja, natürlich. Wer hat die 7 gerufen? Das wird schon so schön, wenn der Mann. Sie hören doch zum ersten Mal in Ihrem Leben diese Zahl, oder? Also, der Herr im blauen Hemd. Okay. 7, ja? 7. 7, Achtung. Dalli. So, das wäre die 7, ne? Das wäre die 7. Und aus dem muss ich jetzt was Lustiges malen. Alles klar. Ist das okay? Das super. Ist fantastisch. Ich freue mich auch. Achtung. Dalli. Dalli. Bei Dalli Dalli war immer Musik, während Oscar gemalt hat. Ja. Ja, solche Musik, Gruselmusik. Was Angstmusik, genau. Ja. Ja, eigentlich hat die Band da immer... Fertig. Das ist ja sensationell. Und zwar ist das eine Aldi-Tüte mit zwei Strichen, die ich nicht erklären kann. Ich finde es so mittel.
Nee, wieso? Außer sieben, eine Aldi-Tüte? Wie viel waren das? Wie viele Sekunden? Wir blieben 45 Sekunden übrig. Das heißt, die bezaubernde Frau Sundermann wird jetzt dem Kandidaten 45 deutsche Mark geben. Er kriegt D-Mark? Ja. Wir haben noch D-Mark? Ja. Hör auf. Mark? Ja, guck mal hier, Mark. Ach super, zeig doch mal die Mark. Echte Mark. Das ja, toll, sind 45. Gute Das ist Scheine. Der Herr da oben mit dem blauen Hemd. Super. Der Herr mit dem blauen Hemd kriegt. Nein, ich krieg ja keinen. Ich habe ja nur gemalt. Ist okay, ich brauche das Geld nicht. Monika geht jetzt hoch. So, jetzt spielen wir Dali Kick. Ja. Ja. Dali Kick, die nächste Runde. 10-8. Unterhaltung gegen Uni. Wir fangen an mit der Uni. Ja? Klar. Machen das alle gleichzeitig? Machen das alle gleichzeitig? Ja, natürlich. Wer zuerst auf den Buzzer drückt. Ja. Ah, wusste ich auch nicht mehr. Hat Oskar der Schnellzeichner auch einen Buzzer? Nee. Gut. Aber du bist mitraten. Ich freue mich, klar. Ja. So. Alles klar? Ja. Achtung. Dali, Dali. Stopp. Tomate. Falsch. Ach, das ist doch rot. Gut, weiter. Was passiert denn jetzt? Sie kriegen einen Punkt abgezogen. War das so? Ja. Wurde abgezogen? Ist das ich glaube, die anderen kriegen einen, oder? Danke. Ah, die anderen kriegen einen, anderen das ist kriegen gut. Einen. So geht das eigentlich, ne? Ja, gut, dass du dich auskennst. Ja, genau, danke. Ja, deswegen ist er ja da. Natürlich. Wer ist einer, der sich auskennt? Entschuldigung, habe ich die sieben toll gemalt? Oder? Ja, natürlich. Ganz toll. Der Aldi-Tüte mit zwei Strichen. Sie sind der Meinung, das war spitze. Sie sind der Meinung, das war spitze. Weil das so ein Applaus eben war, als hätte ich das in der Therapie gelernt. Ich sag's ja nur mal so. Okay, Entschuldigung, mach hier weiter, Dali Kick. So, weiter? Ja, bitte weiter. Musik? Entschuldigung. Sieht aus wie Computer. Aber was? Wer war das? Ich war's. Helmut. Also, was ist es? Ich denke, es wäre ein Computer. Aber ich ja, ist nicht ganz falsch. War auch falsch. Also einfach weiter. Bin ich jetzt raus? Nee, die beiden dürfen nicht mehr. Oh ja. Gut. Also haben die anderen einfach gewonnen. Genau, die haben gewonnen, die kriegen 10 Punkte und 2 Minus. Genau. Wieso haben die anderen gewonnen? Spiegelei. Man darf, ja, fällt ja ein bisschen spät auf, dass es ein Spiegelei ist. Man darf natürlich, sonst könnte man ja immer drücken. Wer einmal gedrückt hat, ist gesperrt danach. Richtig, natürlich. Das ist ja auch Risiko zu drücken, sonst würde ich ja immer drücken. Deswegen haben die beiden ihre Chancen vertan und die anderen, nee, nicht 10, guck mal, noch mal 12 drauf. Also 12 drauf? Ja, 12 drauf. Aber irgendwie war das damals bei Hans Rosenthal flüssiger, oder? Habe ich in Erinnerung. Da gab es doch keine so Streitereien und Diskussionen. Ja, natürlich nicht. Da wusste ja auch jeder die Regeln. Jetzt kennen wir die Regeln und jetzt können wir beim nächsten Dali-Klick ja besser machen. Ja, wollte ich das dann. Lass er nochmal machen. So. Jetzt kommt das nächste Dali-Klick. Dali. Dali. Da ist ja nix. Ah, eine Brust ist das. Eine Brustwarze. Nein, Helmut. Ich meine, die Richtung stimmt. Aber Bauchnabel. Entschuldigung, darf ich noch sagen? Darf ich noch mal sagen? Also, okay, das ist jetzt die absolute Disqualifikation. Bei Dali Dali war das doch immer so schön. Das ist doch hier irgendwie, das ist so, man keift so. Wie kommt das denn? Ja, Helmut ist der falsche Kandidat. Ich meine, der ist immer Moderator. Wieso denn? Nein, der ist immer besser vorbereitet gewesen, oder? Nein. Du hast es doch überhaupt nie gesehen, gib's doch mal zu. Doch, ich kenne Dali Dali noch. Du kennst Dali Dali? Ich kenne es noch. Okay. Das Spiel mit der Tonleiter. Wie ging das denn? Ja, das gab's auch immer. Genau, da wurden zwei Zuschauer ausgesucht aus dem Publikum. Und es wurden Allgemeinfragen gestellt. Und wer zuerst die Tonleiter erklommen hat, hat gewonnen. So außenrum ging das, ne? Genau. So einmal das wurde so erleuchtet, es wurde alles dunkel gemacht. In den 80ern war das so. Wir sind anderer Jahrgang wahrscheinlich, ne? Ja. Das Spiel mit der Tonleiter, hast du das gekannt? Schon, ja.
Kennst du das Spiel wieder, Tonleute? Ich habe das vor. Du kennst überhaupt gut. Ja, das gab's. Ja, damals. Hier, bitte, mach doch weiter. Lass mich in Ruhe. Doch. Hier. Geh weg mit deinen Karten. Doch, mach es. Hier. Ich werde wieder was zeichnen. Nein, du kennst es. Hier, mach es weiter. Ich stell mich daneben. Bist du wahnsinnig? Ja, wie Walter Sparbier. So. Aber der war beim großen Preis. Ja, aber das ist alles der Fritze Flink. Ja. Ja, das ist auch alles der so. Spielrunde 3, Dalli-Klick-Spiel. Fernbedienung in die Hand nehmen. Ja, genau, so geht's ja schon mal los. Ja, was war's denn? Schon mal los. Ja, genau. Machen wir ja, wieso? Das habe ich doch auch nicht gehabt. Hast du wirklich lang genug das Kabel für? Ja, ja. Gut. Das ist aber das, was wir schon. Ah ja, okay. Drittes Foto, Dalli-Klick. Okay. Ja. Cool, die anderen. Das ist. Boah! Richtig! Super! Das kann man von einem so ein Ding erkennen. Super. Super gut. Super. Viertes Foto. Dalli, Klick. Ja, aber das. Was ist hier macht los? Man das so leidenschaftslos? Nein, ich hätte es schöner machen. Okay? Dudelsack. Wieder richtig. Riesennummer. Spitze? Sie sind der Meinung, dass das war. Komm, mach du weiter und ich drücke hier auf das Ding. Komm. Juri verkündet Punktestand. Wer ist Juri? Das fünfte Foto fehlt noch. Ach so, fünfte auch noch? Ja, ja das fünfte machen wir auch noch. Okay, fünftes Foto, dachte, Eichhörnchen. Dalli, Dalli. Wie das fünfte Foto, Eichhörnchen? Hier. What's going on? Fünftes Foto Eichhörnchen. Ja. Helmut wusste es. Helmut hat es erkannt. Ich hab's erkannt. Hast du noch gedrückt? Ja, ja. Super. Und die anderen haben 120. So. Jetzt. Wir haben einen tollen Gewinner. Und oh, das ist aber haushoch. Herzlichen Glückwunsch, unser Team Uni. Herzlichen Glückwunsch. Und zwar, ja, das war auch immer wichtig. Ah, vielen Dank, Monika. So schöne Blumen. Vielen Dank. Für die Damen. Habt ihr euch überlegt, an wen das Geld gehen soll? Das muss jetzt erstmal zusammengerechnet werden. Jetzt ja. Warte doch mal, so. Nicht so schnell. Wie zusammengerechnet? Die beiden Punktezahlen, das insgesamte Punktekonto wurde zusammengerechnet. 416 und 120 wurden also heute. Wie viel erspielt? Oh. 600? Nein. Nee. Was? Ja, zusammen. Ja, aber sie hat einen Fehler gemacht. 536. Ja, genau. Wie viel? 536. 536 Mark. Haben Sie sich überlegt, wohin das Geld ist? Chef, du musst die entscheidende Frage. 516 Mark. Ah, nein, entschuldige mal. 516 Mark. Brigitte, wie viel sind das denn in Schilling? Ja. Warte mal. Das heißt 3752. Donnerwetter, 3.702, da war man immer überrascht, wie viel das in Schilling ist. Ne? Was überlegst du? Kann das denn stimmen? Ist das nicht umgerechnet wieder 3,50 Mark? Wenn man es zurückrechnet, es kommt mir so wenig vor. Ich dachte, Schilling nee, mal sieben. Mal sieben. Mal sieben. Das stimmt schon. Dann stimmt es. Ja, ja, mal sieben. Okay. Ja. Jetzt, an wen soll das Geld denn gehen? Ja, wir sind mit ein paar Freunden zusammengekommen und ich denke, wir werden das heute Abend dann einmal aufteilen. Ja, wir haben es da. Guck mal, hier sind schon mal 250 D-Mark, 350. Guck mal, die ganzen Scheine. Oh, guck mal, hier ein ganz alter. Das wurde aber bei Dalli Dalli nie in Bar ausgezahlt, ja. Oder? Das wurde irgendwie dann überwiesen. So, vielen Dank fürs Mitmachen. Ja, Dankeschön, hier ist das Geld. Einen schönen Abend.
großartig. Wunderbar gemacht. Bastian Pastewka, meine Damen und Herren, das war's für heute. Dankeschön. Gute Nacht.